Hallihallo, Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Train Simulator Classic. Wir befinden uns heute nochmal in Straßburg, Karlsruhe und werden eine Runde nach Karlsruhe fahren und das Ganze mit einem Regionalexpress, der jetzt hier so ein bisschen unter den Dächern versteckt liegt. Ah, ja, sagen wir es mal. 4724, bitte kommen. 4724 hört. Hast du deine Tasche wiederbekommen? Ja, habe ich, hat geklappt. Da war meine Fotoausrüstung drin. Das ist sehr gut, dass sie wieder da ist. Sehr gut. Jetzt nochmal nach Karlsruhe und von dort aus zurück und der Feierabend naht. Allerdings gibt es wohl noch ein ordentliches Gewitter. Da zieht einiges auf. Dann gute Fahrt. Ja, man sieht es, dass da was aufzieht. So, genau, damit mal willkommen hier zurück mit dem Szenario. Wir haben jetzt erstmal ganz kurz das Intro reden lassen. Ich bin gerade schon mal dabei, das Fahrzeug aufzurüsten. So, dann müssen wir noch den richtigen Stromabnehmer vorwählen. Ja, wunderbar. Und ja, dann können wir auch hier schon nach vorne gehen. Dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Das ist immer wunderbar, dass das nicht immer gleich losgeht. Sondern dass man noch ein kleines bisschen Zeit hat. Genau, wir fahren heute nämlich... ja, wie leite ich das jetzt ein? Passend dazu, dass jetzt die Woche die Nachfolge des 9-Euro-Tickets mehr oder weniger beschlossen wurde, fahren wir den Nachfolger des 9-Euro-Ticket... Fahrzeitpakets, das wir letztes Mal schon mal gefahren sind. So als Nachfolger von der Volume 62 gibt es jetzt die 63er, wo sich alles nochmal ein bisschen um das 9-Euro-Ticket dreht. Wir sind jetzt hier quasi angesiedelt am allerletzten Wochenende vor Ende und genau, schauen uns heute nochmal das ein oder andere Szenario an, beziehungsweise erstmal eins. Wir fahren ja auch ein bisschen unterwegs. Es geht alles ein bisschen länger. Also zwei nach ist Abfall. Ich hatte schon eins nachher. Brauche ich wirklich mich nicht beeilen. Genau, und sind jetzt eher so Mitte, Ende des Dienstes unterwegs, weil wir sind jetzt noch nie Richtung Karlsruhe gefahren. Und das werden wir uns heute einmal machen. Ich habe, wie ihr gesehen habt, auch schon wieder die Lok getauscht. Da ist mir dann das Standard-Rollmaterial doch ein bisschen zu, ja, das verhält sich noch ein bisschen anders. Und obwohl die 146 im Prinzip auch eine schöne Lok ist, habe ich mir jetzt wieder für die 111 entschieden, die ein bisschen außerplanmäßig auf dem RE2 zwischen Offenburg und Karlsruhe eingesetzt wird. Ja, hat letztes Mal nämlich auch niemanden gestört. Das machen wir halt einfach nochmal so. Dann schauen wir mal. Ich hole mal meine Zoom-Augen raus und dann können wir hier einmal... Genau, schauen, das sieht gut aus. Und dann wollen wir einmal los. Genau, Bremsen sind gelöst. Und dann schauen wir mal, ob wir das alles auch gemacht haben. Genau, und aber jetzt zieht schon an. Genau so soll es sein. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir jetzt hier unsere Fahrt in Richtung Karlsruhe beginnen. Ansonsten, ich habe auch noch einen kleinen Artikel. Tatsächlich, ich habe mich immer thementechnisch vorbereitet. Das ist unfassbar. Ne? Sowas gibt es für mir im Let's Play sonst echt gar nicht. Ich wollte nämlich wirklich mal ein bisschen über das 49-Euro-Ticket reden, was dann aktuell das schon bekannt ist, also durch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das kann sich natürlich immer ein bisschen ändern, plus so ein bisschen auch meinen eigenen Senf dazugeben. Und wer keinen Senf mag, der kann das doch gerne als, weiß ich nicht, Ketchup oder Mayonnaise oder was auch immer interpretieren. Das ist ein schlechter Wortwitz, ich weiß. Jo, aber das machen wir heute mal so. Es ist bei den 60, jetzt sind wir aber gleich bei den Weichen durch. Das heißt, wir müssen ordentlich ein bisschen stärker ziehen, weil mit der 111 das natürlich ein klein wenig schwieriger wird, den Fahrplan zu halten. Herren, wir begrüßen Sie sehr herzlich im Regionalexpress 4724 der Linie RE2 nach Karlsruhe Hauptbahnhof. Mithalten in Appenweier, Rhenchen, Aachen, Bühl, Baden-Baden und Rastatt. Der nächste Halt des Zuges ist in Kürze Appenweier und wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Meine Damen und Herren, bitte beachten Sie auch, dass die Mitnahme von Fahrrädern in den Nahverkehrszügen zwischen Basel und Karlsruhe sowie zwischen Konstanz und Karlsruhe nicht erlaubt ist. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, natürlich, genau so war das halt damals zu der Zeit. Jetzt kann man ja so ein bisschen auch zurückblicken auf die Zeit, wie das halt damals war. Ich glaube, ist ja da durchaus ein sehr emotionales Thema auch teilweise
für viele gewesen und ich weiß nicht, das wirkt für mich auch tatsächlich alles so ein bisschen, als ob das schon relativ weit weg war. Alles, obwohl es eigentlich erst diesen Sommer war. Jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir hier loskommen. Ja, ich merke aber schon, dass wir sind schon, ne, schon langsamer, ne? Das können wir jetzt nicht, da kann ich mich wieder nicht davon freimachen, dass ich durch meine Lokwahl mal wieder ein bisschen hoffentlich nicht die Fahrzeit zerschieße. Aber ja, da kriegen wir schon irgendwie hin. So, ich hoffe auch, dass wir natürlich dann die ganzen Haltepunkte treffen, da ich jetzt auch nicht hundertprozentig firm bin, was das Ganze angeht. Genau, das sollte aber passen, der nächste halt. Das sind noch 4 Kilometer, Jens. Ist in Ordnung. Ja, da könnte aber ganz schön knapp werden. Naja, gut. Haben wir aber prinzipiell natürlich beim RE2 jetzt nicht extrem kurze Halteabstände. Also jetzt am Anfang schon ein bisschen kürzer. Wenn wir einmal auf Geschwindigkeit sind, das ist ja vollkommen fein. Heißt, ich denke mal, der Fahrzeitverlust sollte jetzt sich ein bisschen in Grenzen halten. Und ich sag mal, ein pünktlicher RE2, ja gut, dann so ein bisschen problematisch. Ah, ganz leise. Guck mal. So, wir schauen, dass wir ein bisschen später bremsen. Und zum RE2 habe ich, glaube ich, auch Neuigkeiten gehört. Ist das der, also, ne, der ist, glaube ich, seitdem wir das letzte Mal gemacht haben, da war ja riesengroße Probleme auf der Schwarzwaldbahn Richtung Konstanz. Dass da lange, erstmal teilweise keine Züge, dann mit SEV im Sommer, also eine Verteilstrecke verkehrt und der Rest dann SEV gewesen. Dann fuhren sie jetzt teilweise statt alle zwei Stunden, statt jede Stunde um 2-Stunden-Takt nur so eine Geschichte. Dann soll sich das wieder ein kleines bisschen dem gewollten Takt annähern, wie ich das gesehen habe. Ne? Also wird langsam wieder so ein bisschen, Verkehr kommt langsam auf die Strecke zurück, aber es ist ja trotzdem noch, ich sag mal, weit unter dem Angebot, wie das eigentlich gefahren werden sollte, was ich immer noch bemerkenswert finde, dass man da nach über einem Jahr, seit das erste Mal jetzt die Probleme aufgetreten sind, da immer noch irgendwie keine gescheite Lösung hat, dann damit umzugehen. Das ist natürlich echt ein bisschen schade dann auch für die Relation. Gerade im Sommer ist es halt eine relativ beliebte Strecke, dann nach Konstanz runter an den Bodensee zu pendeln, aber natürlich, ich sag mal, was heißt zu pendeln, zu Freizeit fahren, aber für alle Pendlerinnen und Pendler ist das natürlich auch nochmal eine Sache, die vielleicht jetzt nicht sonderlich erfreulich ist. So, dann werden wir mal schauen da vorne, dann snacken wir uns mal das Haar hier. So. Mehr oder weniger. So, liebe Fahrgäste, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderbar. So, das heißt, wir haben jetzt Zeit bis um... Ach ja, so schlimm ist das doch gar nicht. Ne? Wir müssen einfach gucken, dass wir zügig loskommen. Das ist, glaube ich, das, auf was wir jetzt hier heute achten müssen. Genau. Soweit, so gut. Ich guck mal ganz kurz, ob ich hier vielleicht nochmal... Upsala, so. Dann schau ich mal... Ah, hat tatsächlich geklappt. Just in time. Wunderbar, so wollte ich das haben. So, dürfen wir? Wir dürfen. Ja, das sieht so aus, als ob da alles vorbei ist. Ah, Tag, Kollege. Hi. Ich sag mal nichts, das ist so laut. Genau, der Güterverkehr natürlich dann auch hier unterwegs, da links von uns der Fernverkehr. So, ich muss auch noch mal ganz kurz schauen, was ist denn der nächste Halt? Und wie weit ist das? Okay, Rennchen ist da doch mal relativ fix nochmal. Naja, okay, so ist das eben. Aber ich hätte gesagt, falls wir jetzt nicht noch eine Ansage bekommen, was ich jetzt nicht weiß, werden die Fahrgäste noch begrüßt oder werdet ihr nicht begrüßt? Hm. Das ist natürlich jetzt die Frage des Tages, ne? Fahrgäste begrüßen oder nicht? Ich das Gefühl habe, dass Fahrgäste in der Regel im Normalbetrieb eigentlich eher als Hindernis gesehen werden und irgendwie nicht als Kunden. Das würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht begrüßen wollen. Also vollkommen fein, wenn ihr jetzt ja nichts bekommt. Genau. Das heißt, ich kann mal so ein bisschen ausholen und zwar wurde ja gefühlt, aber auch irgendwie erst seit Ende des 9-Euro-Tickets diesen Sommer über, wurde über eine Nachfolge diskutiert, jetzt nicht nur im Sinne von, ich sag mal, einer finanziellen Entlastung als Ausgleich für gestiegene Preise und so,
was ja quasi anfangs die Motivation war, das Ganze einzuführen, sondern so ein bisschen im Sinne einer Reformation des Tarifsystems, dass man, ich sag mal, natürlich von den Tarifstrukturen mit Verkehrsverbünden im Kleinen dann davon nicht loskommen wird, ist natürlich erstmal das Ding, aber das hat ein bisschen eine größere Reform insofern ansteht, dass man ein verbundübergreifendes Fahren, ich sag mal, im Sinne eines Pendlers dann ein bisschen vereinfachen kann. Und exakt das ist jetzt passiert. Man hat ja lang irgendwie diskutiert. Es standen unfassbar viele Entwürfe von unfassbar vielen verschiedenen Parteien im Raum, was denn gemacht werden soll. Weiter 9-Euro-Ticket, 29, 49, 69, gestaffelt nach Bundesland, wieder bundesweit. Und da gab es so viele offene Fragen. Hier hatte das ein bisschen seinen eigenen Senf, den er dazu geben wollte zu dem Thema, und im Strich stand natürlich wieder die Finanzierungsfrage. Wer bezahlt das, wenn was günstiger wird und mehr Leistung bekommt, kostet das natürlich im Schnitt mehr Geld, ergo muss das wieder finanziert werden. Und auf ein paar der Fragen wurde sie jetzt geeinigt, und zwar wurde jetzt zum Aufnahmezeitpunkt, jetzt ist es gerade Donnerstagabend, wurde sich in der Verkehrsministerkonferenz darauf geeinigt, dass es so eine Art Ticket weiterhin geben soll. Das Ganze soll 49 Euro kosten und bundesweit gültig sein. Also im Prinzip wie das 9-Euro-Ticket, nur mit einer 4 davor. Ja, ist ein kleiner Unterschied. Aber ne, das ist erstmal so das Ding, worauf man sich dann geeinigt hat, dass das, ich sag mal, ein ganz guter Mittelweg ist zwischen, ich sag mal, die Kosten fängt das irgendwie ganz gut auf und trotzdem können sich das Leute leisten. Das ist mal quasi so das eine Thema, das heißt, der Preis steht jetzt fest und das Startdatum soll wohl laut aktueller Information der 1. Januar sein, und jetzt ist das, ich sag mal, so vergleichsweise fix wie in der Vergangenheit noch nie. Also es hieß ja immer, ja, nein, vielleicht, ne, dann kann der noch nein sagen. Und ist zumindest die sämtlichen Verkehrsminister, also der Bundesverkehrsminister und die der Länder, waren sich einig, dass das eine Sache ist, die sie tun wollen. Und genau deswegen ist das jetzt relativ safe. Also ich will es natürlich nicht jinxen, aber es ist doch vergleichsweise sicher, dass das dann kommt. Ob zum Jahreswechsel oder nicht, ist dann natürlich noch eine Frage, wie fix das alles geht. Aber ich muss tatsächlich sagen, beim 9-Euro-Ticket ging das, finde ich, auch vergleichsweise schnell. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass dann doch teilweise in Deutschland noch was so fix geht. genau, aber das ist so ziemlich das Ding. Genau, das ist so das Ding. Und das Ganze soll quasi nicht unbedingt als Einzelticket erhältlich sein, sondern als Abo. Das heißt, das richtet sich, ich sag mal, in seiner Ausgestaltung weniger an Leute, die jetzt, ich sag mal, einmal von A nach B in Urlaub fahren wollen mit dem Regionalzug und irgendwie am Wochenende reisen, sondern ein bisschen tatsächlich mehr an Pendlerinnen und Pendler, die das ein bisschen regelmäßiger nutzen. So, das erstmal wertungsfrei dahingestellt. Das sind so die Eckdaten davon. Das Einzige, was noch offen ist, ist eine doch vergleichsweise zentrale Frage, und zwar, wer bezahlt das? Also es wurden natürlich einige Mehrkosten attestiert. Und bisher ist es halt so, dass der Regionalverkehr von den Ländern finanziert wird. Das heißt, die Bundesländer sind eigentlich dafür verantwortlich, den Regionalverkehr bereitzustellen, auch finanziell. Die sagen jetzt halt, ne, wenn es jetzt da was gibt, was bundesweit ist, dann müssen wir auch irgendwie gucken, dass das irgendwo anders Geld herkommt. Und jetzt streiten sich Menschen natürlich wieder, wer das bezahlt. Das heißt, das ist was noch beschlossen werden muss. Es wird dann in einer weiteren Konferenz, wo dann nicht die Verkehrsminister zusammensitzen, sondern die auf dem Geldtopf sitzen. Die Ministerpräsidenten der Länder, soweit ich das verstanden habe, die entscheiden dann darüber, wer das bezahlt. Aber immerhin, ich sag mal, bin ich aufgrund der Nachricht, die jetzt heute rauskommt, schon mal ganz froh, dass das ein Thema ist, was jetzt ein bisschen ernsthafter in Anspruch genommen wird. Passiert mal was, ne? In Anspruch genommen wurde ja das 9-Euro-Ticket relativ stark. Und ich muss tatsächlich sagen, ich sag mal, für mich, also für Leute, die jeden Tag mit Bus und Bahn pendeln, ist das halt dann vergleichsweise, also es ist trotzdem noch ein vergleichsweise gutes Angebot. Weil in der Regel fast jedes Abo, fast jede Monatskarte, egal welchen Verkehrsverbundes, wenn man sich gerade irgendwie in einer ganz kleinen Kernzone fährt, ja bisher schon immer, also teilweise sogar deutlich mehr als 49 Euro gekostet hat. Das heißt, für solche Leute, und dazu zähle ich jetzt eben halt auch mich,
sind auf jeden Fall Menschen, die davon halt stark profitieren, weil man hat halt, man bezahlt im Monat weniger und hat unterm Strich halt mehr Leistung, kann verbundübergreifend fahren, sogar dann das tun, was auch letztes Jahr viele Leute getan haben, mal mit dem Regionalzug in Urlaub fahren und so eine Geschichten. Aber diese große Belastungsspitze, die halt eben durch Gelegenheitsfahrer kam, die wird dadurch natürlich abgemildert. Das war, ich sag mal, auch einer der Kritikpunkte. Ja, es ist alles irgendwie immer übervoll. Das wird man jetzt damit, vermute ich, in dieser Stärke nicht haben, weil man auch wieder deutlich weniger Leute anspricht, was wieder eher ein Negativpunkt ist. Das heißt, das richtet sich halt dann wiederum... Meine Damen und Herren, in Aachen haben Sie Anschluss an die Regionalbahnlinie RB24 nach Ottenhöfen. Planmäßige Abfahrt ist 15.35 Uhr von Gleis 10. Allen Fahrgästen, die hier aus und umsteigen, denen wünschen wir einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So, also dadurch sind es natürlich die Gelegenheitsfahrerinnen und Gelegenheitsfahrer ein bisschen ausgeschlossen davon. Das heißt ein bisschen, eigentlich mehr oder komplett. A, natürlich durch das Thema Abo-Modell und B, natürlich durch den Preis, der sich halt in der Regel nur dann rentiert, wenn man mehr als ein, zwei Fahrten im Monat macht. Was es natürlich auch wieder schwieriger macht, Leute davon zu überzeugen, darauf umzusteigen. Ich sag mal, da muss man wirklich, ich sag mal, so committed sein und sagen, ja, ich fahre jetzt halt dann auch regelmäßig damit und tue das. Das heißt, dieses echte langfristige Umsteigen, das kriegt man dadurch hin. Aber ich sag mal, diese Gelegenheitsfahrerverkehre, die halt sonst dann irgendwie mit dem Auto passieren würden, die bekommt man somit halt nicht abgedeckt. Genau, das heißt, da gibt es schon auch durchaus eine Gruppe von Leuten, die davon halt wenig bis gar nicht profitieren. Da sind halt tatsächlich einfach wirklich Gelegenheitsfahrerinnen und Gelegenheitsfahrer. Genau, das ist ja erstmal das Ding. Das sind jetzt so die Eckdaten. Wie gesagt, ich freue mich ja trotzdem über den Ausgang, weil das halt, der Mensch ist so halt, sagt, ja, für mich auf meine Lebenssituation passt das dann halt. Und das ist halt so. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Und ich hoffe halt einfach wirklich, dass das jetzt tatsächlich irgendwie in Gang kommt. Nachdem ich das echt eine Weile lang schon so ein bisschen abgeschrieben hatte in meinem Kopf. Und man so sagt, ja, es verläuft sich jetzt irgendwie im Sande und dann sagt keiner mehr was. Weil dann keiner bezahlen will. Gut, daran kann es halt trotzdem noch scheitern. Aber das ist ja schon mal so das Ding. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen. Ihr könnt mir auch gerne mal, also es kann natürlich sein, dass seitdem noch ein paar mehr Neuigkeiten rauskamen, aber was mich tatsächlich interessieren würde, wie ihr das denn jetzt aktuell seht. Also findet ihr das einen Fortschritt, findet ihr das eine gute Sache, einen guten Schritt in die richtige Richtung? Oder sagt ihr, ich hätte mir das gerne ganz anders vorgestellt, da fehlt es ein ganz wichtiger Aspekt und ich finde das schlecht, weil also ich sag mal, dass das große Pro und Contra kann man natürlich sowieso wieder aufmachen, was natürlich eine klasse Sache ist, ist, dass man eben wieder halt für Leute, die das Ticket nutzen können, hat man halt das Ganze aufgebrochen, dass man sich nicht in jedem Verkehrsamt umschauen muss, ja, wie kann ich denn hier ein Ticket lösen, aber das Problem wird sich halt langfristig ja trotzdem nicht ausgehen, weil Leute, die Gelegenheitsfahren, müssen sich ja weiterhin mit den Verkehrsverbund-Tarifstrukturen auseinandersetzen. Was halt auch nochmal ein Thema ist, schön und gut, alle einheitlich, ne, hier und da, aber halt nur, ich sag mal, für exakt dieses eine Ticket und deswegen werden, denke ich, trotzdem viele Sachen weiter koexistieren, viele Strukturen weiter erhalten bleiben, wie zum Beispiel Verkehrsverbünde, das war ja auch ein Thema, auf das so ein bisschen, also ich sag mal, das Konzept Verkehrsverbund ist ja auch was, was jetzt im Zuge vom 9-Euro-Ticket und natürlich auch schon davor von vielen Leuten, die jetzt nicht so oft Bus und Bahn nutzen, als vergleichsweise kompliziert eingestuft wurde. Was ich erstmal vollkommen nachvollziehen kann, weil es gibt unfassbar viele Tickets und mit Übergangsregelungen tue ich mich immer noch dermaßen schwer, das irgendwie zu verstehen, was ist denn jetzt das Günstigste, wenn ich von A nach B möchte. Das Ding ist aber, man muss das, glaube ich, ein bisschen historisch sehen. Also ich will das jetzt nicht nur schlecht reden, aber auch nicht nur gut reden. Ich habe aber mir tatsächlich neulich mal ich glaube, das war sogar eine Doktorarbeit, durchgelesen, drüber gescrollt und ein paar Abschnitte gelesen, die ganz spannend waren. Das war zur Historie von Verkehrsverbünden, die ist, glaube ich, im Jahr 2014 oder sowas erschienen.
Und ich meine, man regt sich ja heutzutage, beziehungsweise ich mich halt irgendwie immer noch, als es vor 2 Jahren im mit dem VDV auch mal so eine Art Ticket gab, wo man dann zwei Wochen lang in ganz Deutschland fahren kann für alle, die ein Abo hatten. Also das war eine Aktion von vor 2 Jahren. Für alle, die, ich sag mal, während der Anfangszeit Corona ihr Abo nicht gekündigt hatten, die konnten es dann am Ende der Sommerferien 2 Wochen in ganz Deutschland nutzen. War, wie gesagt, vor 2 Jahren eine Aktion. Und das galt halt auch nur dort, wo Verkehrsverbünde sind. Und es gibt tatsächlich, das habe ich nicht glauben mögen, es gibt in Deutschland tatsächlich weiße Flecke auf der Landkarte, wo es nicht einmal Verkehrsverbünde gibt. Und ich sag mal da, wenn man erstmal da hinguckt, weiß man erstmal, wie schlimm es eigentlich theoretisch sein kann. Weil du im Prinzip eigentlich für jedes Verkehrsmittel, egal welcher Betreiber das ist, quasi gesonderte Tickets brauchst. Also wenn man jetzt, ich sag mal, früher mal schaut, man fährt zum Beispiel mit dem Linienbus zum Bahnhof, mit dem Zug in die nächstgrößere Stadt und in der nächstgrößeren Stadt fährt man dann mit dem Stadtbus noch irgendwie, weiß ich nicht, ins Zentrum oder sowas. Ne? Also das ist ein normaler Verkehrsweg. Man wohnt irgendwo in einem Kuhkaff und will quasi irgendwo auf den Marktplatz oder so, dann steigt man quasi in den Bus, in den Regionalbus, der zum Bahnhof fährt, löst für den erstmal ein Ticket. Dann kommt man am Bahnhof an, zahlt quasi seinen DB-Tarif und löst dann nochmal ein Ticket für den Stadtbus. Das ist quasi das, was es vor Verkehrsverbünden gab. Keine durchgängige Ticketierung und nicht wirklich aufeinander abgestimmte Verkehre. Und aus den Gründen wurden, zumindest die meisten Verkehrsverbünde wurden aus der Motivation heraus gegründet, dass man A, zumindest innerhalb eben dieses Bereichs ein durchgängiges Ticket anbieten konnte, wo alle Verkehrsmittel mit einbezogen waren, inklusive halt eben auch den Schienenpersonennahverkehr und alle anderen Verbundverkehrsmittel. Das war so erstmal die Idee dahinter und dann ist natürlich, ich sag mal, der Planungsapparat auf eher kommunaler Ebene, der dann schaut, dass die Verkehre abgestimmt sind, das obliegt dann ja auch viel den Verkehrsverbünden. Das heißt, sie haben ja auch durchaus eine Kompetenz im regionalen Bereich, den es, ich sag mal, eine überregionale Behörde nicht hätte. Und das ist ja erstmal auch ein Schritt gewesen in die richtige Richtung. Das heißt, Verkehrsverbünde haben jetzt mehrere Verkehrsmittel gebündelt in einem bestimmten Bereich und dazu geführt, dass für Leute, die innerhalb dieses Bereichs fahren, das mit dem Ticket einfacher wird. Jetzt löst das natürlich das Problem nicht, weil Leute nicht irgendwie an Verbundsgrenzen aufhören, fahren zu wollen, sondern das geht natürlich weiter. Leute wollen über Verbundsgrenzen hinweg. Und entsprechend gehen die Probleme halt weiter. Was passiert denn jetzt, wenn ich in den Nachbarverkehrsverbund fahre? Brauche ich für den wieder ein Extra-Ticket? So. Das heißt, man hat das Problem, ich sag mal, ein bisschen größer gemacht. Dann kam in den letzten Jahren Landestarife auf. Also es gibt den NRW-Tarif, den Baden-Württemberg-Tarif. Also ne, für Bundesländer auf der Ebene einen Tarif, wo ich von jeder Haltestelle im Bundesland zu jeder anderen Haltestelle im Bundesland ein durchgehendes Ticket kaufen kann. Und falls ich ein Verbundticket habe, kann ich irgendwo, wo auch immer ich bin, quasi ein Anschlussticket für meine Fahrkarte kaufen. So, löst das Problem bis zu einem gewissen Grad, nämlich bis zu dem Grad, wo ich das Bundesland wechsle. Das heißt im Prinzip, Landestarif ist halt eine Ticketverbundstruktur, die dann halt, ich sag mal, noch größer ist, aber hat vor Bundeslandgrenzen dann aufhört und genau, das heißt, das verschiebt, ich sag mal, dann nur die Dimension ein kleines bisschen vom Bundesland, also von irgendwie Landkreis oder so auf Bundesland. Aber fand ich dann auch immer schon mal, weil das deckt halt wiederum mehr Verkehre ab, fand ich halt schon mal einen durchaus einen Fortschritt, weil gerade das Thema Anschlusstickets dann halt irgendwie so ein Thema ist. Was jetzt ja trotzdem für jemanden, der überhaupt ganz selten fährt, nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, weil der findet das überhaupt prinzipiell sowieso verwirrend. Das kann ich auch schon mal nachvollziehen. Aber ich sag mal, die Strukturen, die wir heute haben, sind vielleicht, ja, groß und aufgebläht und unfassbar viel Verwaltung für so ein kleines bisschen irgendwas. Allerdings haben die halt auch durchaus dazu beigetragen, dass, ich sag mal, die haben es, ich sag mal in Anführungsstrichen, schon besser gemacht. Früher war noch schlimmer. Das ist so das Ding. Und jetzt muss man halt versuchen, einen Schritt weiter zu gehen, weil es, finde ich, auch tatsächlich wirklich nicht mehr zeitgemäß ist, obwohl es jetzt Apps und Co. gibt, die einem dann auch irgendwie ausrechnen und zeigen, hey, von wo bis wo brauche ich was, ist es halt mit dem Blick, ich sag mal, auf eine Verkehrswende, wenn du wirklich Leute ernsthaft dazu bringen möchtest, irgendwie öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, muss das einfacher werden. Das ist einfach so.
weil ich sag mal, Verkehrsverbünde haben ja auch nur so ein kompliziertes Angebot, weil sie für jede spezielle Form der Mobilität, also fast für jeden Fahrgast, egal wo er wohnt, im Kreis und er möchte woanders hin, gibt es ja zwischen jeden Verbünden Übergangsregelungen und hier eine Zone und du darfst die Zone nutzen, wenn du von da kommst, aber nicht, wenn du nach da willst und wenn du da aussteigst, darfst du das nicht, aber hier darfst du den Bus und nicht den Zug benutzen und solche Regelungen, die ja unfassbar lang und unfassbar kompliziert sind. Ich habe mir auch mal Interesse halber vom KVV mal dieses Gemeinschaftstarif fast schon Buch durchgelesen, also quasi das in Anführungsstrichen Manifest eines Verkehrsverbundes, wo alles Mögliche drinsteht, also wo alle Infos drin sind, was wie kostet, welche Fahrkarten es gibt, wo was gilt. Also ne, das, was der Verkehrsverbund quasi organisiert hat, das sind, glaube ich, weit über 100 Seiten. Und das muss man ja dann theoretisch irgendwie zumindest ein bisschen im Blick haben, wenn man das haben möchte. Und diese vielen Sonderregelungen sind ja auch eigentlich insofern gut, dass sie ja getroffen wurden, um Leute, also um Mobilitätsbedürfnisse von Leuten zu erfüllen, die halt eben ein bisschen spezieller sind als jetzt eine normale Monatskarte für 3 Waben. Ich muss hier durchfahren, ne? Das ist schon richtig, ja. Gut. Genau. Allerdings, natürlich die Summe aller Regelungen zusammen macht es unfassbar kompliziert. Ja, und deswegen finde ich, brauchst du halt wirklich ein bisschen strukturellere Reformen. Das heißt, man müsste, also meiner Meinung nach, müsste man so ein bisschen aufteilen zwischen den verschiedenen Funktionen, die so ein Verkehrsverbund hat. Die müsste man halt ein bisschen auftrennen, weil ich sag mal, das Thema Ticketierung, Preisstruktur und Co. ist das womit meiste, womit die meisten Leute einen Verkehrsverbund verbinden. Und da bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass das ein Thema ist, was irgendwie übergelagert gelöst werden müsste. Das heißt, jetzt im Zuge von so einer großen Einführung eines großen Abo-Tickets, was schon mal ein großer Fortschritt ist, zumindest für regelmäßig Fahrende, müsste man das auch, ich sag mal, für alle anderen Typen von Tickets irgendwie probieren, dafür eine Lösung zu finden. Für Einzelkarten, Tageskarten, halt für Leute, die nicht ganz so häufig fahren, müsste man in dem Sinne auch irgendeine Art von Lösung finden, die halt irgendwie deutschlandweit gültig ist, damit man diese komplette Ticketvertriebsstruktur, die halt unfassbar komplex ist, dass die halt irgendwie so ein bisschen beiseite kommt. Jetzt haben tatsächlich aber schon beim Preis von 49 Euro Leute gewittert, ja, ich will aber trotzdem mein Verbundticket von meinem Verbund behalten, weil da zahle ich 48,95 und mir reicht das, meine komischen 2 Haltestellen fahren zu dürfen. Das ist auch vollkommen fein. Das ist ja das wirklich das Thema. Man muss halt, ich sag mal, die Angebote, die für viele Leute weiterhin günstiger sind, halt irgendwie erhalten. Und das ist halt, glaube ich, so das große Problem, dass man eine unfassbare Parallelstruktur wieder aufbaut aus unfassbar vielen Angeboten. Und jetzt kommt noch eins dazu. Das heißt, diese Welt der Tickets müsste, finde ich, irgendwie zentral gelöst werden. Und die anderen Aufgaben, die in den Verkehrsverbund, dadurch, dass er halt lokaler am Kunde meine dran Damen ist. Meine Damen und Herren, Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. In Baden-Baden haben Sie Anschluss an den TGV 9580 nach Marseille. Planmäßige Abfahrt ist 15.35 Uhr von Gleis 7. Wir bedanken uns bei allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen, für die Mitfahrt und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So. Aber die anderen, ne, die anderen Aufgaben eines Verkehrsverbunds, finde ich, die gehören trotzdem weiter ein bisschen in lokale Hand. Und ja, das ist auch so ein bisschen mein Fazit tatsächlich von dem Ganzen. Vergessen wurden eben Leute, die gelegentlich fahren, was, ich sag mal, ein Problem löst, was ja viel Kritik ausgelöst hat mit dem überfüllten Züge. Dadurch, dass es weniger Leute gibt, die dann Gelegenheitsfahren, gibt es natürlich weniger Probleme. Was ja aber wieder eher so den Beigeschmack von, was ja auch oft als Argument kam, was ich vollkommen nachvollziehen kann, oh, Leute wollen etwas nutzen, oh Mist, wir müssen irgendwie verhindern, dass das so unfassbar viele Leute nutzen. So, der Kunde droht mit Auftrag mäßig, so Hilfe, Hilfe, die Leute wollen was benutzen. So, das ist halt so das Ding. Und um halt, ich sag mal, für ein wirklich extrem attraktives Angebot für jegliche Art von Beförderungsbedürfnis muss halt erstmal ein krasser Infrastrukturausbau vor allem auf, und das hat, finde ich, das haben die letzten Monate tatsächlich gezeigt, auf langlaufenden
zügig verkehrenden RE-Linien, die nicht wesentlich langsamer sind als der Fernverkehr. Also irgendeine Bummelbahn oder eine Straßenbahn in der Innenstadt, die war ja nicht sonderlich überfüllt. Das große Thema waren ja tatsächlich sowas wie hier zum Beispiel langlaufende REs von Konstanz bis Karlsruhe, von Karlsruhe nach Frankfurt, so eine Geschichten halt. Also halt weite Strecken, die Leute zurücklegen, und wenn viele Leute irgendwo hin wollen, die halt, ich sag mal, so ein bisschen Nadelöhre sind. Also in der Fläche verteilt sich das. Ne? Irgendwo breit im Land verteilt sich das so ein bisschen rum. Aber ich sag mal, Leute, die von, also angenommen, es will jetzt einer von Straßburg nach Mannheim und einer will von Konstanz nach Wörth, und die fahren aber trotzdem alle hier mit diesem Zug dann. So, das ist halt so das Ding. Die Züge, die Verkehre bündeln oder die halt Bedarfe bündeln und ne, halt dann zusammenleiten, wo viele, viele Leute mit verschiedenen Zielen rüberfahren, wie das hier zum Beispiel, die waren halt wirklich das Thema mit Überfüllung. Da waren die vielen Leute drin. Und da ist auch sowas, wo ich drüber nachdenke, wo kommt das denn her, dass das so viele Leute genutzt haben? Also klar, Leute wollten weiter Strecken zurücklegen, weil man es halt machen kann, ohne viel zu bezahlen. Das ist halt das eine Thema. Aber warum waren die Züge dann sonst so leer? Und genau das ist nämlich das Thema. Fahr mal eine weite Strecke mit dem RE und finde dafür mal ein sinnvolles Ticket. Das gibt's nicht. Also wenn man jetzt wirklich einfach ein ganz reines Nahverkehrsticket kauft, bist du halt nach, weiß ich nicht, Deutschlandtarif, was auch immer, halt ein paar Euro günstiger, als wenn du jetzt den Normalpreis DB-Fernverkehr anlegst. So, das ist ja erstmal das Ding, das stimmt ja auch schon. Aber wer zahlt denn bitte im Fernverkehr ohne Bahncard irgendwelche Normalpreise? Das heißt, wenn ich jetzt mit einem RE ohne einem besonders, wie heißt das so gerne, besonders günstiges Ticket, wie zum Beispiel jetzt ein Länderticket oder sowas fahre, also wenn ich eine ganz normale von A nach B, Punkt zu Punkt, Nahverkehrsrelation über vielleicht ein paar Verkehrsverbünde hinweg fahre, kostet mich das ein Schweinegeld für die Leistung, die ich bekomme. Deswegen sind die REs, die sowas halt früher gemacht haben, wie zum Beispiel einfach der RE Konstanz-Karlsruhe, fahr den mal ohne das sowas wie das Baden-Württemberg-Ticket. Kauf dafür mal einen Einzelfahrschein. So, schwierige Sache. Deswegen waren halt solche Verbindungen vorher vergleichsweise unbeliebt oder halt nicht so voll, weil dafür auch wieder einfach die Ticketstruktur so problematisch war, dass es da nicht ging. Das heißt, diese langlaufenden REs, die eben zum Zeitpunkt dieses einfachen Tickets so voll waren, hat meiner Meinung nach viel damit zu tun, dass das früher halt so ein teures Ticket-Chaos, auch mit der TGV. Genau. Und das ist halt ein Problem, das ist halt ein Thema, und das ist halt sowas, was das löst, und dadurch werden natürlich wieder mehr Verkehre ausgelöst. Oh, 100. Das muss aber nicht bestätigen. Nee, es war ja... So, ich würde einfach mal bremsen, sonst kriege ich einen auf den Deckel. Bisschen mehr rein hier, ne? Das ist doch, bist du schon der Geschwindigkeitsprüfabschnitt? Ja, da ist schon der Geschwindigkeitsprüfabschnitt! Mann, ich kann Zug fahren, ich kann das. Ja, ich kann es auch nicht mehr ändern, ne? Wir bremsen es halt runter. Ach ja, komm. Ja, dann bremse halt noch mit. Da waren wir wohl zu schnell. War der 120 wahrscheinlich oder 110? Ja, ich hab mir gedacht, ich könnte mir mehr Zeit lassen. Ja, Mist. Hab mich weinig 160 und ich bin ja von 140 aus, habe ich ja angefangen. Ja, ja, Rastatt machen wir nicht. Jetzt hier ist noch ein bisschen. Naja. Gut, es ist wunderbar, dass diese gerade doch sehr emotional gewordene Debatte dadurch unterbrochen wurde. Ich glaube, jetzt haben wir auch genug dazu gesagt. Ich glaube, jetzt haben wir da noch relativ viele Aspekte davon irgendwie noch mit beleuchtet. Deswegen würde mich echt mal eure Meinung interessieren, welches Feld habe ich jetzt noch gar nicht begraben? Welches Feld habe ich jetzt noch gar nicht beackert? Welchen Aspekt habe ich jetzt irgendwie unter den Tisch fallen lassen, der eurer Meinung nach dann noch irgendwie dazugehört? Mein Fazit ist halt, um es jetzt auch mal, ne, um meine Meinung, ich sage selbst meine Meinung zu Dingen, aber kann ich ja mal dazu sagen. Und ich finde das, wie gesagt, für meinen Mobilitätsbedarf eine fantastische Sache. Als jemand, der jetzt kein Auto hat und eh mit Bus und Bahn unterwegs ist und deswegen eh irgendwie ein Ticket brauche, ist das für mich günstiger als ein Verbundticket. Und ich habe halt den Bonus zu sagen, in der Freizeit kann ich mal von A nach B fahren. Das Problem ist, dass man diesen Vorteil halt dann wieder Leuten vorenthält, die nicht mit Bus und Bahn pendeln. Und ich glaube weniger, dass das als Anreiz gesehen wird. Ich glaube nicht, dass Leute dann sagen, oh, guck mal, wenn ich jetzt einen Anreiz hätte, würde ich das auch eher machen, sondern die fühlen sich dann durch vielleicht eher benachteiligt und würden es deswegen nicht tun. Deswegen
so egoistisch wie meine subjektive Meinung immer bildet. Für mich ist das eine klasse Sache, für viele anderen Pendlerinnen und Pendler bestimmt auch. Aber ich sag mal, es werden halt viele Leute vergessen, wie Leute, für die vielleicht selbst 49 Euro im Monat schon zu viel sind. Das heißt, irgendeine Art von Sozialvariante davon. Und Gelegenheitsfahrer, die aber vielleicht auch gerade zum aktuellen Zeitpunkt wirklich noch gar keine, also die man vielleicht auch noch gar nicht in die Lösung integrieren kann, weil es vielleicht auch einfach nicht möglich wäre, diesen Mehrverkehr dauerhaft zu stemmen. Und ich glaube, das ist auch das, was die letzten Monate gezeigt haben, diesen Mehrverkehr, der dadurch entsteht, den kannst du halt eigentlich, den kann man ja dauerhaft so erstmal nicht aushalten. Also den hält ja das System Bahn nicht wirklich aus. Das heißt, dafür muss ja auch erstmal eine Lösung geschaffen werden. Und ich finde, so als Zwischenlösung ist das eine klasse Sache. Aber es darf nur der Anfang sein. So, ach, das ist doch immer ein schönes, das ist doch ein schönes Fazit. Es ist ein guter Anfang, wir sind auf einem guten Weg, dass sowas jetzt auch in den Fokus der breiten Öffentlichkeit irgendwie gekommen ist. Und ja, jede Debatte darüber ist, finde ich, eine schöne. Nee, nicht immer. So, bin ich 110. Nee, danke, gut. Ich hab Panik vor diesen Dingern, das ist unfassbar. Ach, diese kleinen Assis da unten, ne? Geschwindigkeitsprüfabschnitte. Eieiei. So, E. Ich war bei Ettlingen da wahrscheinlich, heißt das doch, ne? Ettlingen West. Hat durchaus eine Ausfahrt gehabt hier die ganze Zeit, ne? So sieht's aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das beim Güterszenario auch war. Es war ein Güterszenario dabei. Schönen guten Tag. Aber nach, also, um es wieder ein bisschen auf die Welt des Fernsehsimulators zurückzukommen. Ich bin jetzt ja jemand, der sich, wenn ich die Auswahl habe von verschiedenen Szenarien, eigentlich immer ganz gerne eins aussucht, das so ein bisschen, ich sag mal zum Beispiel Einsatz von PCB erfordert, damit es ein bisschen anspruchsvoller ist. Ich weiß, ich war jetzt vorher nicht die Glanzleistung für, ich mag anspruchsvolle Dinge, weil ich selbst bei solchen einfachen Sachen gefailt habe, wie runterbremsen. Krass, ne? Ach ja, guck mal, genau so sieht Rastatt dann immer aus. Wunderschön. Aber genau, also so ein paar anspruchsvolle Sachen, die immer auch eine ganz coole Sache. Mal so zwischendurch. So, einmal rein mit euch hier, ne? Eieiei. Vielleicht kann man ja hier mal... Ach, guck mal. Ach genau, und das ist auch was. Das gab es zu der Zeit halt ganz oft. So Ordner, die dann da stehen. Also nicht Leitsordner, sondern, ne? Ihr seht, was ich meine. Und dann die Leute irgendwie davon abhalten. So Bahnsteigaufsicht. Nee, das ist nicht Bahnsteigaufsicht. Das sind ja Leute, die es früher nicht gab. Die wurden nämlich extra eingestellt. Eieiei. Ja, das ist, glaube ich, durchaus notwendig. So. Schee. So viele Leute, näher ich nicht schön. So. Genau, so Abfahrt. Ja, mehr kriegen wir eh nicht rein. Ihr bleibt wohl stehen. Bis auf den nächsten Zug. Ihr werdet nie mitkommen, weil die nächsten auch so voll sind. Muhaha. Ja, das ist halt genauso das Ding. Ich meine, das macht es dann halt auch wieder, macht dann auch keinen Spaß. Spaß machen soll Zugfahren da auch nicht, ich weiß. Gut, als Zugfan ist das natürlich nochmal eine Sache. Da macht Zugfahren schon Spaß. Aber nennen wir es lieber angenehm. Zugfahren sollte angenehm sein. Also ist natürlich weniger komfortabel als jetzt, also gibt natürlich Besseres, es bleibt halt Massenverkehrsmittel, ne? Das muss uns ja trotzdem bewusst sein. So, ja, Tatsache, wir haben Ausfahrt nach Ettlingen. Das ist sehr schön. Ja, rechts sind ein paar Güterwaggons geparkt. So, was hatten wir? 100, ne? 120. Also, bis wir da vorne bei 120 sind, sind wir auch mit dem ganzen Zug da durch. Das ist jetzt irgendwie nichts, was... Das ist ja nicht so ewig lang, ne? So, dann wollen wir die Leute hier mal nach Karlsruhe karren. Ja, dazu fangen rechts rum. Okay. Genau, das Schwarzfahrbahn-Thema, da habe ich mich leider, ach, hätte ich mich auch echt einlesen können, noch mal kurz, ne? Habe ich nicht, gar nicht genau mitbekommen, aber ja, so ist das halt. Ansonsten, keine Ahnung, jetzt mache ich hier so inoffizielle, eigentlich gar nicht mega interessante, weil jeder weiß das eh schon, Bahn-News-mäßig. Das ist ja dann, der neue Fahrplan ist ja seit dieser Woche auch draußen für das nächste Jahr, zumindest halt der Fernverkehr und der von ein paar Nahverkehrszügen. Fand ich im Detail teilweise auch ganz spannend, das immer mal zu sehen, aber ja, wie, ich sag mal, großartig getan hat sich da jetzt halt unterm Strich halt auch nicht viel. Also ein Teil des Stuttgart 21-Projekts, also halt die Schnellfahrstrecke nach Ulm, wurde ja, also wird dann eröffnet worden sein und so eine Geschichten. Also das ist halt passiert, das ändert natürlich ein bisschen was an Fahrplänen.
Aber ansonsten, ja, halt beim Alten, ne? Vielleicht gibt es hier und da einen Betreiberwechsel, aber das sind halt schon irgendwie regionale Geschichten. Die auch immer so eine Sache sind. Genauso wie so ein Fahrplanwechsel, wo man dann auch irgendwie. Die einzige Zeit im Jahr, wo man Tickets nicht, ich sag mal so, zeitig im Voraus buchen kann, wie, glaube ich, die DB das manchmal ganz gerne hätte. So, das ist aber auch wieder ein neues Thema, teure Tickets kurz vor Abfahrt im Zug. Ja, Dinge, über die sich Leute nicht aufregen, wenn es ums Billigfliegen geht, aber ums Bahnfahren. Ja gut, aber es ist auch, glaube ich, es ist teilweise wirklich extrem. Auch da muss ich wieder sagen, leide ich halt nicht so krass drunter, also unter teure Tickets kurz vor Abfahrt, ohne Bahncard, also kurzfristige Sparpreise sind halt echt teuer, das stimmt halt schon. Aber auch wieder was, wo ich aufgrund meines Verkehrsverhaltens halt nicht groß drunter leide, weil ich halt krass im Voraus buche und so Zeug und auch ein bisschen flexibel bin. Aber auch da wieder halt für Leute, die regelmäßig fahren, dass das halt auch irgendwie, ja, alle glaube ich irgendwie einen Ticken schwierig. Aber ich hoffe einfach mal, dass da die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden. Bildlich gesprochen, ist witzig, weil Züge und Weichen auch nochmal ein Thema sind. Ja. Aber da bin ich wirklich mal gespannt, was unterm Strich da die nächsten Jahre bringen. Achso, ich glaube ein Thema, was ich noch gar nicht angesprochen hatte, was ich vergessen habe, ist, dass das 49-Euro-Ticket erstmal auf, also nicht nach, also das ist nicht auf nach 2 Jahren so ein Cut gemacht, sondern so nach 2 Jahren soll evaluiert werden, ob man es weitermacht. Also das ist jetzt kein so, nicht so ein kurzfristiges Projekt wie das 9-Euro-Ticket, aber es ist so, dass das jetzt nach 2 Jahren nochmal bewertet werden soll. Wie hat das denn funktioniert? Wie wird das funktioniert haben? Da muss noch eine Art von Foto rein. Und danach wird das dann quasi nochmal weiter evaluiert, ob und wie das dann weitergeführt wird oder halt auch nicht. Aber ist immerhin schon mal ein Zeitraum, da kann man, glaube ich, ganz gut Daten sammeln und dann vielleicht dann in die nächsten Verkehrsverträge dann, je nachdem, wo dann der Fahrgastzuwachs größer ist, dann da vielleicht auch ein bisschen die eingesetzten Kapazitäten ein bisschen ausweiten, tatsächlich. Ja, so ist es eben, ne? Wobei ich tatsächlich immer noch bemerkenswert fand, wie in Anführungsstrichen, also ich sag mal für den Apparat Verkehrswesen in Deutschland flexibel teilweise dann doch agiert wurde. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel gesehen, im Bereich Karlsruhe wurden dann aufgrund des 9-Euro-Tickets, das ist nicht gleich in der ersten Woche, aber dann halt nach einer Zeit ein paar Zugverbindungen auch verstärkt, gerade an Wochenenden. Also ne, es ist dann schon auch kurzfristig was passiert, wo halt Material da war. Ist bestimmt nicht in allen Regionen so gewesen. Fahrgastleitung an 4724, bitte kommen. Ja, da bin dann wohl ich. 4724, hört. Mit demselben Zug fährst du gleich von Karlsruhe zurück nach Offenburg und dann hast du es für heute geschafft. Die Abfahrt ist in Karlsruhe 16.07 Uhr. Melde dich bitte kurz vor der Abfahrt. Jawohl, wird gemacht. Bis dann. Ah, dann ist heute mal nicht Verspätung aus vorheriger Fahrt der Grund. Okay. Oh, wobei die Verspätungsgründe, stimmt, das habe ich auch die letzte Zeit immer mal beobachtet. Ich habe da auch immer mal was drüber gelesen. Und zwar haben sie die Verspätungsgründe ja angepasst. Also die Liste wurde ja erweitert, damit halt sowas, also diese alte, dieser ja, Schenkelklopfer, keine Ahnung, aber das, was halt ne, immer so der Klassiker, ha, ja, Störung im Betriebsablauf, ha, ja, das kann man alles sagen. So halt, ne? Dieser Grund wurde halt ein bisschen in den Hintergrund gedrängt und es gibt jetzt halt eine breitere Palette an Gründen. Und das Wording wurde angepasst, was ich teilweise spannend fand und teilweise stimmt es halt aber auch leider irgendwie nicht so. Aber ne, damit ich euch mal ganz kurz noch mal abhole, sowas wie zum Beispiel Signalstörung heißt jetzt Reparatur an einem Signal. Weichenstörung heißt Reparatur an der Weiche. Sowas, ne? Fahrzeugstörung heißt Reparatur am Zug. So, klingt positiv, ist positiv konnotiert. Nicht etwas kaputt, sondern etwas wird repariert. Was jetzt halt ein bisschen problematisch ist, wenn jetzt halt, ich sag mal, ein Zug nicht wirklich repariert wird, sondern halt neu gestartet wird. Gut, das ist auch eine Art von Reparieren. Ich als Informatiker muss da meine Hand dafür ins Feuer legen, dass etwas außen wieder anschalten durchaus einen reparierenden Effekt haben kann. Aber ich sag mal, eine ernsthafte Reparatur, boah, ja, das gaukelt schon ein bisschen mehr Arbeit vor, als es ist. Wird aber natürlich, denke ich mir, von der breiten Masse eh irgendwie. Das sind so, also ob das jetzt diesen positiven Effekt hat, weiß ich nicht, weil man regt sich, glaube ich, dann auch eher über die Verspätung an sich auf
Und ne, auch das, was ich wieder mitbekommen habe, der das eigentliche Problem, das viele Leute ja haben, ist ja nicht die Tatsache, dass die Verspätungsgründe so negativ klingen, sondern A, dass diese Verspätungen auftreten. Es ändert da auch nichts daran, obwohl die Dinger jetzt neu heißen. Und B, dass überhaupt schlecht kommuniziert wird. Und das ist auch was, was ich tatsächlich bestätigen kann, dass, ich sag mal, prinzipiell die Fahrgastinformation, wenn größere Störungen oder Probleme vorliegen, echt problematisch ist. Also ich habe das dann euch mal beobachtet. Angenommen, ein Zug steht jetzt ewig im Bahnhof, weil er keine Ausfahrt hat, weil er zum Beispiel überholt wird, weil, weiß ich nicht, ja, irgendwas ist. Er steht auf jeden Fall, weiß ja nicht, Abfahrt des Zuges war, wie hieß das Lied nochmal? Die Abfahrt dieses Zuges war 15.03 Uhr. Nee, wir haben exemplarisch 15.03 Uhr. Der Zug steht im Bahnhof und steht im Bahnhof. So. Ja, rede du mal. Ich will kurz mal mein Thema weiter fertig erzählen. Und zwar gibt es ja dann zwei Möglichkeiten im DB-Navigator, wie das angekündigt werden kann. Zum einen halt irgendwie gar nicht. Also entweder der Zug, ne, ist laut dem Ding abgefahren oder schon 5 Bahnhöfe weiter. Oder das zählt halt so minutenweise hoch. Und ich muss sagen, an Lösung 1 finde ich ja problematisch und das kenne ich halt zumindest hier bei uns. Dieser Zug endet in Karlsruhe. Wir bitten, was werde ich erzählen? Lass mich mal bitte. Ihre weiteren Reisemöglichkeiten. Sie haben Anschluss an den ICE 9565 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Mannheim. 15.55 Uhr von Gleis 3 an die S-Bahn S3 nach Neustadt an der Weinstraße. 15.58 Uhr von Gleis 11. An den ICE 276 nach Berlin Hauptbahnhof 16.01 Uhr von Gleis 3. An den Regionalexpress Linie RE 6 nach Neustadt an der Weinstraße. Planmäßige Abfahrt 16.05 Uhr von Gleis 1. An den IRE der Linie IRE 1 nach Aalen Hauptbahnhof 16.05 Uhr von Gleis 9. Und an den Intercity nach München Hauptbahnhof ICE 1290. Planmäßige Abfahrt 16.06 Uhr von Gleis 7 an den Eurocity EC 6 nach Hamburg-Altona 16.13 Uhr von Gleis 3 und an den Regionalexpresslinie RE 4 nach Mainz Hauptbahnhof über Worms. Planmäßige Abfahrt 16.18 Uhr von Gleis 4. Allen Fahrgästen, die hier aus- oder umsteigen, wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Dieser Zug endet hier in Karlsruhe Hauptbahnhof. Wir bitten alle auszusteigen. Auf Wiedersehen. Genau so ist es. Noch ganz, um das mal fertig zu erzählen. Also das Problem, was ja schon viele Leute immer so habt, laut drüber stöhnen hören, ist eher das Problem, dass man wenig bis gar nicht informiert wird. Und das ist halt eigentlich das Problem. Dass da zum Beispiel Zug steht im Bahnhof und in der App steht jetzt schon 5 Bahnhöfe weiter. Man steht irgendwie am dritten Halt. Und laut App ist er schon durchgefahren, obwohl ja... Also ne, dann kann ja theoretisch von Leuten das Argument kommen, ja, aber das weiß ja dann gar keiner. Das muss man ja irgendwie melden oder da händisch eintragen. Dann denke ich mir aber, der Abfahrtsanzeiger am Bahnhof, der weiß, ob der Zug da noch steht. Also auch wenn der jetzt irgendwie in der App schon als abgefahren dran steht, tatsächlich weiß der Abfahrtsanzeiger am Bahnhof, dass er da noch steht. Und der schaltet auch erst weg, nach, also so gefühlt eine Minute, nachdem der Zug raus ist. Das heißt, irgendwie muss ja in der IT-Infrastruktur es irgendwie möglich sein, herauszufinden, wo sich jetzt ein Zug befindet. Und so wie der Fahrdienstleiter weiß das ja irgendwie auch, hoffe ich zumindest, dass er das weiß, dass das IT-technisch nicht möglich ist, das irgendwie so anzuzeigen, dass der Zug nicht 5 Bahnhöfe weiter ist, finde ich ehrlich gesagt hart problematisch. Ja, also generell, ich sag mal, das ist eher eine Baustelle, wo ich Probleme sehe. Kommunikation von Störungen, also dass sie überhaupt auftreten, lässt sich halt natürlich lässt sich es vermeiden, indem man mehr Geld in Infrastruktur investiert, aber wenn sie es halt dann nicht vermeiden lässt, dann halt wenigstens irgendwie informiert sein und das ist halt, glaube ich, was vielen Leuten so ein bisschen fehlt. Und selbst halt mit der App in der Tasche ist es ja kein Garant dafür, dass man weiß, was passiert. Und das ist halt, finde ich, echt ein Problem. Und wir halten jetzt aber vergleichsweise weit im Bahnhof für den RE2. Wobei, nee, ich habe den auch schon ein paar Mal so weit hier halten sehen, aber oft hält er da ja dann diesen Außen Bahnsteigen außerhalb von der Halle. So, wo halten wir denn? Genau, so kurz nach der Treppe, ne? Ich hätte gesagt, hier hält er doch meistens, nicht so weit vorne. Ich habe hier gar kein Haar. Ja, das fehlt mir gerade so ein bisschen. Fast schon zu weit vorne für einen Vierwagen.
Zug, aber das müsste passen hier, ne? Dritter Wagen, wo ist die Treppe? Oh, das war schon nicht so weit, wie ich gedacht habe. Ach doch, nee, genau so ungefähr stehen die auch meistens da. Vielleicht ein bisschen mehr da vorne, aber... ja, wird schon passen. Gut. Dann habe ich heute wieder sehr viel erzählt. Es tut mir leid. Ja, ich ist es ein Let's Play, ne? Also wie ich mache. Auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich wieder recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Ich würde mich tatsächlich dieses Mal sehr freuen, ein bisschen eure Meinung zum Thema 49-Euro-Ticket zu hören in den Kommentaren. Ich rufe selten dazu auf, jetzt heute interessiert mich wirklich mal. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Ja, okay, wir haben jetzt da noch ewig... voll pünktlich, ich weiß gar nicht, also vollkommen unproblematisch tatsächlich mit der Lok gewesen. Also man musste auch gut ziehen, aber das hat funktioniert. Gut, ich sage dann schon mal Tschüss. Und wir sind's, oh, das nächste Mal wieder. Ja, das ist ja klasse. Josh kann Technik, ne? Kann Josh ein Endscreen formatieren? Also da kriege ich auch eine Kanalmitglieder und Kanalmitglieder, dafür, dass diese Liste so voll ist. So, Dankeschön, tschüss.